Kollege Dr. Matthias Heider spricht jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Das Wettbewerbsrecht, das ist die Straßenverkehrsordnung, die wir auf dem Markt haben. Die Unternehmen in Deutschland fahren gut damit. Wir haben in den allermeisten Branchen einen gesunden Wettbewerb. Trotzdem müssen wir als Parlament alle paar Jahre danach schauen, ob die Regeln noch den wirklichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen. Da gibt es Vorfahrtsregeln und es gibt Stoppschilder. Und manche Verkehrsteilnehmer schlagen über die Stränge. Da wird gerempelt und andere werden sogar ausgebremst. Deshalb haben wir heute den Gesetzentwurf zur 9. Novelle des Wettbewerbsrechts vorliegen. Wir wollen, dass der Wettbewerb offen bleibt, bei Verletzung der Spielregeln Bußgelder eingetrieben werden können und Schadensersatzansprüche leichter durchgesetzt werden können. Insgesamt umfasst die 9. GBB-Novelle fünf große Bereiche. Erstens ergänzen wir die Kriterien, mit denen wir im Kartellrecht einen Markt bestimmen. Die Digitalisierung verändert all unsere Lebensbereiche. Es entwickeln sich neue Geschäftsmodelle, bei denen oft keine unmittelbare Gegenleistung für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gefordert wird. Ein Beispiel, das wir alle kennen, ist die Google-Suche, die wir als Nutzer ohne Gegenleistung in Anspruch nehmen. Solche Märkte können wir bisher mit den Regeln des Kartellrechts nicht in den Griff bekommen. Unsere Gesetze sind darauf angelegt, dass wir einen Markt haben, bei dem letztendlich auch eine Gegenleistung fließt. Das müssen wir ändern. Wir wollen die Kriterien an die Marktbetrachtung anpassen. Wir wollen, dass wir uns auf das Zeitalter der Digitalisierung besser einstellen. Das gilt auch für die Fusionskontrolle. Der Fall Facebook-WhatsApp ist schon angesprochen worden. So war es möglich, dass ein Unternehmen für fast 20 Milliarden Dollar übernommen worden konnte, aber das Kartellrecht in Deutschland gab dem Bundeskartellamt keine Möglichkeit, einen solchen Vorgang zu prüfen. Auch das müssen wir ändern. Die Digitalisierung spiegelt sich auch in anderen Branchen wider, aber nicht nur mit Vorteilen. Besonders betroffen von der Digitalisierung ist die Pressebranche, die Presseverlage. Einerseits gehen die Umsätze bei Zeitungen und Zeitschriften zurück. Andererseits sind die Presseverlage in erheblicher Konkurrenz mit den großen Online-Anbietern. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir Kooperationen von Presseverlagen unterhalb der redaktionellen Ebene für 10 Jahre vom Kartellverbot ausnehmen wollen. Pressevielfalt, meine Damen und Herren, ist in einem demokratischen Rechtsstaat wichtig, und den wollen wir an dieser Stelle fördern. Herr Kollege Heider, darf ich Sie aber kurz unterbrechen? Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schlicht? Ja, Schlicht. Bitte. Bitte schön. Es läuft immer noch weiter. Ja, Herr Kollege, Sie führen gerade an, dass die Presseverlage vor den Internetunternehmen geschützt werden sollen. So ungefähr kann man das ja übersetzen. Aber ist Ihnen denn nicht bewusst, dass mittlerweile zu einem erheblichen Teil gerade Presse unter Verlage selbst im Internetgeschäft unterwegs sind und von daher eine Schutzbedürftigkeit in dem Sinne nun wirklich nicht besteht, sondern eher es nach wie vor wichtig wäre, die Pressekonzentration zu bekämpfen und nicht diese Regelung, die ich in meiner Rede schon ausgeführt habe, jetzt in dieser Novelle einzubauen, die faktisch dazu führt, dass ja geradezu ein Aufruf dazu besteht, zusätzliche Kartelle zu bilden. Soweit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Es ist natürlich immer so, gerade da, wo Märkte im Umbruch sind, da ist der Gesetzgeber gefordert, jedenfalls für eine kurze Zeit zu helfen und die Wettbewerbsstrukturen etwas mitzugestalten. Genau das machen wir im Presserecht. Und ich wüsste keine andere Regelung, die angemessener wäre, als wenn man für eine Zeit lang in einem so wichtigen Bereich wie der Meinungsvielfalt die Regeln etwas anpasst. Wir werden zum Normalbetrieb zurückkehren müssen. Meine Damen und Herren, es gibt einige Tatbestände im Bereich der Missbrauchsaufsicht, die schon angesprochen worden sind, Vorschriften zu verbotenen Verhaltensweisen, das Anzapfverbot, der Verkauf unter Einstandspreis. Gerade wir haben vorhin über den Milchsektor gesprochen. Der Kollege Knörich wird sich da gleich noch intensiv mit beschäftigen. Lassen Sie mich noch zu einer
Folge von Kartellverstößen bekommen, die Ihnen vorhin schon als sogenannte Wurstlücke vorgestellt worden sind. Im Bußgeldrecht schließen wir die sogenannte Wurstlücke, die das Kartellamt hatte, weil es einfach einen festgesetzten Bußgeldbetrag gegen einen großen Wursthersteller nicht eintreiben konnte. 130 Millionen Euro sind da dem Kartellamt durch die Lappen gegangen. Das liegt an einer Lücke im deutschen Kartellrecht, weil Unternehmen sich umstrukturieren können und dann das Bußgeld hinterher bei ihnen nicht mehr verstreckt werden kann. Das ist ungerecht, vor allen Dingen deshalb, weil wir befürchten müssen, wenn das so bleibt, sind Einzelkaufleute und mittlere und kleinere Unternehmen immer diejenigen, die das Nachsehen haben, weil sie das nicht können. Wir wollen diese Lücke schließen und deshalb ist es erforderlich, dass wir an den einheitlichen europäischen Unternehmensbegriff in diesem Bereich anschließen und das deutsche Recht in diesem einen Fall wirklich an das europäische Recht vollständig anschließen. Das Kartellrecht ist ein Bereich, das im Wesentlichen vom Europarecht geprägt ist. Auch im Bereich des Schadensersatzes werden wir tätig. Das hilft den Geschädigten von Kartellen, Schadensersatzansprüche besser durchzusetzen. Meine Damen und Herren, ein Bereich, den wir noch nicht in der Kartellrechtsnovelle vorgesehen haben, betrifft eine Änderung des Ministererlaubnisverfahrens. Und die Union setzt sich dafür ein, dass wir den Erkenntnissen des Verfahrens um Edeka Kaisers-Tingelmann Rechnung tragen. Sie sind durchaus schwerwiegend. Der unaufreulich lange Verlauf dieses Verfahrens bringt uns dazu, Änderungsbedarf hier an dieser Stelle anzumelden. Zunächst einmal ist das große Engagement des Ministers zu loben, der versucht hat, die Arbeitsplätze zu schützen. Ich glaube, es gibt niemanden in diesem Hause, der das nicht unterstreichen würde, dass Arbeitnehmer und die Unternehmen in einer solchen Größenordnung geschützt werden sollten. Das ist lobenswert und nicht zu beanstanden. Ich erinnere aber daran, dass nach der Versagung der Übernahme durch das Kartellamt im April 2015 die Ministererlaubnis von Edeka Kaisers-Tingelmann beantragt wurde und erst 11 Monate später, im März 2016, eine Entscheidung des Bundeswirtschaftsministers erging. Diese Entscheidung wurde von Wettbewerbern beklagt. Sie ist bis heute nicht vom Tisch, weil Rechte der Beteiligten nicht genügend beachtet worden sind und weil das Vorliegen des Gemeinwohls auf verfassungswidrige Gründe gestützt worden ist, sagt das Oberlandesgericht Düsseldorf. Die Gewerkschaften sollten bei der Übernahme das Feintuning durch Tarifverträge sicherstellen, so die Auflage des Ministers. Das hat sich als harte Nuss erwiesen, meine Damen und Herren. 5 Monate lang hat Edeka gebraucht, um einen neuen Tarifvertrag auszuhandeln. Die Zeit rannte den Beteiligten davon. Die Klage des Wettbewerbers Rewe ist immer noch anhängig und ein Altbundeskanzler musste bemüht werden, um zwischen den Beteiligten zu vermitteln. Und was jetzt kommt, das ist schon etwas für exekutive Feinschmecker, meine Damen und Herren. Exekutive Feinschmecker. Herausgekommen ist beim Einsatz des Altkanzlers offenbar eine Empfehlung, die Edeka und Kaisers-Tingelmann auch schon damals aus der Entscheidung des Bundeskartellamtes im Jahr 2015 unschwer hätten ablesen können. Eine Einigung zwischen Edeka und Rewe mit Weiterverkauf der Filialen von der Edeka an die Rewe muss jetzt nicht nur im Rahmen der Ministererlaubnis sich bewegen, also sämtliche Punkte, auch die des Tarifvertrages mit den Gewerkschaften enthalten. Tut es das nämlich nicht, brauchen wir eine völlig neue Ministererlaubnis. Das Bundeskartellamt muss jetzt auch erneut darüber entscheiden, ob Rewe möglicherweise Filialen aus diesem Paket der Edeka übernehmen darf. Welche Maßstäbe wird es da wohl anwenden? Hatte das Bundeskartellamt nicht schon im Jahr 2015 klar und deutlich gesagt, dass die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel eine große ist? Meine Damen und Herren, wir drehen uns im Kreis an dieser Stelle. Um die Bilanz ist es nicht gut bestellt. 2 verlorene Jahre für die Sicherheit der Arbeitnehmer und der Unternehmer, 2 verlorene Jahre Wertverlust, enttäuschtes Vertrauen in ein rechtsstaatliches Verfahren, fehlender Zugang zu Informationen, mangelndes rechtliches Gehör für die Beteiligten und auch das Amt des Bundeswirtschaftsministers, meine Damen und Herren, ist dabei ein bisschen beschädigt worden. Zum Glück scheint der Fall Edeka Kaisers-Tingelmann noch ein gutes Ende nehmen zu können.
Wir sind der Überzeugung als Union, eine solche Hängepartie darf sich nicht wiederholen. Der Gesetzgeber muss deshalb die Konsequenzen aus diesem Verfahren ziehen. Sonst, meine Damen und Herren, wird kein Unternehmen in Deutschland jemals wieder versuchen, eine Ministererlaubnis in einer besonderen Lage zu beantragen. Wir als Union möchten die Ministererlaubnis stärken. Wir möchten die Entscheidungsfindung des Ministers klarer und effektiver gestalten. Wir möchten die Rechte der Beteiligten schützen. Dazu gehören die folgenden Eckpunkte. Die Verfahrensdauer der Ministererlaubnis im geltenden Recht ist eine Sollvorschrift, also mit 4 Monaten eher eine freundliche Empfehlung. Wir glauben, dass ein solches Verfahren in spätestens 6 Monaten beendet sein muss. Wir sind deshalb der Auffassung, dass wenn innerhalb von 6 Monaten keine Entscheidung gefällt wird, dann muss dieses Verfahren beendet sein, weil der Antrag damit abgelehnt ist. Wir möchten einen festen Zeitpunkt für die öffentliche mündliche Verhandlung haben. Außerdem soll der Entscheidungsentwurf des Ministers zwingend öffentlich konsultiert werden. Die Beteiligten und die Beigeladenen sollen Gelegenheit haben, die Akten in einem Aktenraum in Echtzeit einsehen zu können. Wenn der Minister die Sollvorgabe von 4 Monaten für eine Entscheidung, die im Moment im Gesetz steht, nicht einhält, meine Damen und Herren, dann wollen wir als Parlamentarier aus erster Hand informiert werden. Diese Verfahrensvorschriften, die es dazu braucht, sollen transparent sein. Sie sollen in einer Verordnung gebündelt werden. Und wir wollen daher, dass es eine Verordnungsermächtigung mit Parlamentsvorbehalt im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen gibt, damit eindeutig klar ist, wie die Spielregeln für den Wettbewerb in einer solch besonderen Situation sind. Ein von den Grünen und Linken gefordertes Vetorecht oder sogar ein Parlamentserlaubnis-Tatbestand, den lehnen wir ab. Meine Damen und Herren, das ist eine Aufgabe der Exekutive zu entscheiden, nicht des Parlaments. Herr Schlecht, dass Sie ein Problem haben mit Gewaltenteilung, habe ich gerade erst wieder bei Ihrer Kritik am Oberlandesgericht wahrgenommen. Insgesamt, meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der 9. GWB-Novelle ist gut gelungen. Es gibt noch einige Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen, einige Dinge, die verbessert werden können. Dazu wollen wir die nächsten Wochen und Monate nutzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Katharina Dröge. Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das